Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem Tag, bei dem ich ganz wunderbare Bücher machen Freunde Fragen beantworte. Ja, der Tag wurde von den Mädels vom All You Can Read Buchclub in die Welt gerufen und ich finde, die Mädels haben sich ganz, ganz, ganz tolle Fragen ausgedacht. Auch mal ein bisschen speziellere, wo man doch ein bisschen mehr darüber nachdenken musste, sollte, konnte, welche Antwort jetzt dazu passt. Ich wurde dabei von der lieben Sarah getaggt, hat mich mega, mega gefreut. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Mit Sarah habe ich selbst ja auch schon das ein oder andere Buch gemeinsam gelesen und der Austausch ist hier auch immer ein sehr besonderer. Ich packe ihr Video natürlich unten in die Infobox, schaut da gerne vorbei. Ich packe auch die Fragen dazu, wer vielleicht dann auch in den Kommentaren Lust hat mitzumachen, und ihr findet auch die Bücher unten in der Infobox. Wenn ihr da weitere Infos zu den Büchern sucht, dann klickt gerne auf die Links, da findet ihr dann auch die Bücher, über die ich hier spreche. Und ich denke, nachdem es ja doch, glaube ich, 10 Fragen oder irgendwie so sind, starten wir einfach mal. BFF, Best Friends Forever. Mit welchem Charakter wärst du gerne im echten Leben befreundet? Und da sind mir doch tatsächlich einige eingefallen, aber ich glaube, ein junges Mädchen, eine junge Frau, ja, wie auch immer, glaube ich, die, auf die man sich 100% verlassen kann, ist Katniss Everdeen aus der Tribute von Panem-Reihe. Ja, Katniss ist mir direkt durch die ersten Seiten in der Trilogie sehr, sehr ans Herz gewachsen und ich konnte den Schmerz förmlich spüren, als sie sich Gedanken um ihre jüngere Schwester machte, als sie für diese dann eben auch bei den Hungerspielen mitmacht. Uns verbindet etwas, denn wir beide haben eine jüngere Schwester. Und ich glaube, dass das tatsächlich so dieses Band ist, was uns zu Beginn der Geschichte sehr, sehr verbindet. Und ich das absolut mitfühlen konnte. Ich habe tatsächlich im Buch, das war schon eine Stelle, in der ich total gefesselt war, emotional war und schon das Heulen angefangen habe, obwohl noch gefühlt gar nichts groß passiert ist. Und ich habe Katniss sehr gerne durch ihre Geschichte verfolgt. Und ich mochte sie als sehr starken, nicht ganz wortgewandten, etwas eher wortkargen Menschen sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass wenn einem etwas passiert, dass sie da hinter einem steht, dass man sich auf sie verlassen kann, dass sie sich für einen einsetzt, sich um einen kümmert und oder dann eben auch dafür sorgt, dass sich jemand anders kümmert. Und das fand ich an der Stärke von Katniss immer großartig und das hat mich schon immer sehr zu ihr im Grunde verbunden gefühlt. Und ich möchte die Reihe tatsächlich jetzt auch demnächst nochmal rereaden oder vielleicht rehören, denn es kommt ja die Vorgeschichte zu die Tribute von Panem jetzt irgendwann im Mai, Juni, Juli. Und bin gespannt, ob diese Freundschaft direkt wieder auflodert. Aber ich finde, dass Katniss ist wirklich ein beeindruckender Charakter und eben auch wirklich so der Mensch, dem ich auch mein Neugeborenes sozusagen zur Verantwortung überlassen würde. Und ich glaube, dass sie diese Aufgabe auch meistern würde. Zweite Frage. Thelma and Louise. Ein Buch, in dem die Freundschaft zwischen zwei Frauen im Vordergrund steht. Und da muss ich tatsächlich sagen, das fiel mir unglaublich schwer. Ich habe kaum irgendwie Geschichten, in denen eine Frauenfreundschaft im Vordergrund steht. Und das hat mich tatsächlich mega gewundert. Also natürlich gibt es immer wieder diese Konstellationen, dass innerhalb einer Liebesgeschichte eine beste Freundin auftaucht. Oder, also ja, sowas gibt es. Aber jetzt wirklich, dass so eine Frauenfreundschaft in den Fokus gerückt wird, habe ich gefühlt tatsächlich sehr, sehr, sehr selten. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, warum das wohl so ist. Also interessiert uns Frauen im Buchbereich nicht eine Freundschaft zu anderen Frauen? Lesen wir tatsächlich eher so Liebesgeschichten, Wohlfühlgeschichten, Lebensgeschichten, wo sich auch trotzdem alles um einen Charakter, also um die weibliche Protagonistin dreht? Ich fand das sehr faszinierend. Dennoch habe ich mich für ein Buch entschieden, wo es zumindest eine sehr spezielle Freundschaft ist und oder ja, vielleicht es sogar später erst zur Freundschaft wird. Und zwar Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Es ist überhaupt keine klassische Freundschaft, denn wir haben hier eine ältere Dame, die im Altenheim ist und die Pflegerin im Grunde eigentlich
ja, dazu zwingt und sie erpresst, mit ihr einen Roadtrip zu machen, denn sie muss ganz dringend irgendwo hin innerhalb Europas. Und bei beiden ja, gibt es eben einfach Verknüpfungen, die sie doch sehr, sehr aneinander binden. Und ja, diese Freundschaft, die sich dann irgendwie entwickelt im Laufe dieses Roadtrips. Und das finde ich tatsächlich eine sehr spezielle weibliche, ja, Mädchen-Frauen-Freundschaft tatsächlich dann auch im Vordergrund steht. Also natürlich haben wir den Roadtrip, aber wir haben auch die Verbindung dieser zwei Frauen, die immer fester wird, die immer enger wird, die eben auch miteinander einfach, ja, im Grunde miteinander einen Weg gehen und dadurch sich halt auch ihr Leben irgendwie verknüpft. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr speziell an Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana, weil mir das einfach so auch in Erinnerung geblieben ist, als das Starke, als die große Kernaussage dieser Geschichte. Und ja, deswegen finde ich, passt dieses Buch ganz gut in diese Frage. Dritte Frage, die Goonies, ein Buch mit einer abenteuerlustigen Clique. Und da sind mir doch auf Anhieb direkt zwei Bücher eingefallen. Dementsprechend habe ich auch ja, zwei Bücher Antworten in die Links in der Infobox verknüpft. Also wenn ihr wollt, schaut da gerne rein. Ich habe jetzt die englischen Ausgaben da, weil ich die optisch einfach so, so schön finde. Und zwar ist das einmal natürlich Der Herr der Ringe. Also ob das direkt gleich so eine Clique ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber am Ende sind diese Teile der Clique ja sehr abenteuerlustig. Also die Hobbits sind ja auf jeden Fall schon eine kleine Clique, die hier umherstreifen, die mehr oder weniger zu ihrem Glück gezwungen werden und sich dann aber auf eine Reise machen, die ihr Leben verändern wird. Und dann gibt es natürlich die Gefährten, die dann noch drumherum auftauchen, die eben irgendwann auch so aneinander gebunden sind, miteinander verbunden sind, dass ja, es für mich schon eine Clique ist. Und ja, über den Herrn der Ringe, ich glaube, ich muss hier gar nicht groß darüber sprechen. Ich liebe die Welt von Tolkien und dementsprechend natürlich auch diese Clique. Und der Schuber sieht auch wirklich einmalig, ach, schön aus. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann bleiben wir im gleichen Universum, denn man muss hier natürlich beim Hobbit definitiv die Zwerge erwähnen, die ganz abenteuerlustig sich auf den Berg, auf die Reise machen zum einsamen Berg, um ja, im Grunde ihr Eigentum wiederzubekommen, ihr Königreich wiederzubekommen und den Drachen Smaug ja, aus dieser Höhle im Grunde zu vertreiben des Berges. Und für mich ist hier jetzt gar nicht unbedingt Bilbo mit in die Clique zählen, wobei er irgendwann dazugehört, sondern tatsächlich eher die Zwerge, die ja da absolut und ja abenteuerlustig und freudig unterwegs sind und es so viel Spaß macht, ja, sie da im Grunde zu begleiten. Und beim Hobbit oder beim kleinen Hobbit ist es ja tatsächlich so, dass das natürlich dann doch eher eine Kindergeschichte ist, eine viel leichtere Geschichte und es nicht ganz so hochkomplex ist, wie es zum Beispiel vielleicht beim Herrn der Ringe der Fall ist. Deswegen ist das Buch definitiv auch, mit dem man einsteigt, wenn man vielleicht in die Welt von Tolkien einsteigen möchte. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in dieser wunderschönen englischen Ausgabe, aber definitiv empfehlenswert. Auch sehr schön ist diese sehr große Ausgabe, die ich euch unten auch mal verlinke, das große Hobbit-Buch, also wo dann auch Details dazu noch zu finden sind. Das fand ich tatsächlich richtig toll und ja, kann ich absolut nur empfehlen und sind für mich definitiv die abenteuerlustigste Klick. Vierte Frage, damals und heute, Freundschaft über Jahrzehnte, ein Buch, in dem es um das Scheitern oder Bestehen einer Freundschaft geht. Und ich habe hier tatsächlich relativ schnell an ja, eine Reihe gedacht, die ich tatsächlich schon vor 2 Jahren absolut weggesuchtet habe. 7 Hörbücher in 5 Wochen, ich glaube, mein wirklicher Rekord, was Hörbuchhören angeht. Und es geht natürlich um die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Eine Geschichte, die mir noch sehr, sehr präsent ist. Viele Momente daraus, ja, mich wirklich jeden Tag irgendwie immer mal wieder einholen. Und wir haben hier die Freundschaft von Harry Clifton und Charles Barrington. Und ja, diese Geschichte der beiden, die Freundschaft, die besteht, die noch durch andere Dinge vertieft wird, verdickt wird, die erleben wir eben in diesen 7 Bänden, in diesen knapp, ich weiß gar nicht, 60 Jahren. Und die Geschichte startet ja mit einem jungen Harry Clifton, der seinen Vater verliert bei einem vermeintlichen Unfall und irgendwann trifft er in der Schule eben auf Giles und diese Freundschaft beginnt.
und wir werden mitgetragen durch diese Freundschaft. Wir erleben auch verschiedenste Perspektiven in dieser Reihe und das macht immer wieder großen Spaß zu lesen, wie diese Männerfreundschaft tatsächlich über all die Jahre bestehen bleibt, auch wenn vielleicht mal der Kontakt ein bisschen unregelmäßiger ist, aber wie sie eben dieses Band, das sie einmal geknüpft haben, immer wieder ansetzen und weitermachen oder auch mal pausieren und eben welche Wege das Leben manchmal nimmt. Eine großartige Geschichte. Nach wie vor ist gefühlt in diesem Familiensaga-Thema nicht für mich rangekommen, was ich sonst irgendwie noch gelesen und entdeckt habe. Und mir machte diese Reihe wirklich unglaublichen Spaß. Und ich glaube, das ist was, was ich im nächsten Jahr auch einfach mal rehören werde, weil ich ja vielleicht doch auch ein bisschen Sehnsucht habe. Also für mich eine Geschichte, die eine absolute Highlight-Geschichte ist, die auch, glaube ich, irgendwo hinter, unter, neben mir. Komplett, ich glaube tatsächlich unter mir, im Grunde ins Regal gehört, obwohl ich ja keine Seite gelesen habe, sondern alle nur gehört habe, aber einfach großes Bücherkino und hat mir unglaublich gut gefallen. Dann die fünfte Frage, tierische Freunde, ein Buch, in dem es einen tierischen Gefährten gibt. Und da gibt es ja tatsächlich einige Geschichten. Ich habe mich aber für ein Highlight, ich glaube auch aus 2017 oder 2018, ich könnte nochmal schauen, von wann das Buch genau ist, 2018 entschieden. Und es ist mit Gobi durch die Wüste, eine wahre Geschichte von Dion Leonard. Und man sieht hier auch schon unseren Protagonisten der Geschichte, wir sehen Gobi. Und bei Dion Leonard handelt es sich um einen Marathonläufer, der auch Wüstenläufe macht. Und in der Wüste Gobi trifft er auf diesen kleinen süßen Hund. Und er verliebt sich in diese Hündin und nennt sie dann eben auch Gobi, weil er sie dort getroffen hat. Und das Buch handelt so ein bisschen von seiner Reise zum Laufen, zu dieser Stärke, die er durch dieses Wüstenlaufen im Grunde bekommen hat, aber dann eben auch zu dieser Hundeliebe, wie intensiv die ist und was er dafür tut, um diese Hündin dann eben immer bei sich zu haben und dass das gar nicht so einfach ist. Und es muss damals, als diese Geschichte im wahren Leben eben stattgefunden hat, auch tatsächlich Facebook-Gruppen gegeben haben, einen Blog von Dion Leonard, wo er diese Reise auch dokumentiert, wo er zum Beispiel zu Spenden aufgerufen hat und damit er da Unterstützung bekommt und natürlich auch tausende von Fragen gestellt hat, wie er diesen Hund zu sich nach England bringt. Und es ist eine sehr tiefgreifende Geschichte, die mich sehr berührt hat, die mich nachhaltig berührt hat und auch tatsächlich mir das Laufen gedanklich näher gebracht hat. Also ich bin überhaupt kein Läufer, ich kann Spaziergänge noch etwas abgewinnen, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und ich konnte und kann auch die Faszination von Leuten, die da irgendwie über 40 Kilometer laufen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Dion Leonard hat es tatsächlich geschafft, mir es irgendwie ein bisschen näher zu erklären, was es bei ihm auslöst und diese Idee, dass das eben der Fall ist und dass das auch bei anderen so ist, hilft mir doch, das einfach besser zu verstehen. Und jetzt könnte man fragen, ist das so wichtig? Nein, ist es natürlich nicht. Aber das war eben was mich sehr berührt hat, sehr gepackt hat. Und mir hat diese Freundschaft von Dion Leonard und Gobi einfach unglaublich gut gefallen. Und die hat mich wirklich auch sehr, sehr berührt. Ja, auch mein eigener kleiner tierischer Gefährt sitzt hier neben mir und will hier geschmust werden. Mal gucken, wie ich das mit den Händen irgendwie hinbekomme. Sechste Frage. Frenemies. Eine Buchfreundschaft, die von schlagfertigen, witzigen Gesprächen lebt. Und es gibt da eigentlich wirklich gefühlt nur ganz, ganz wenige, die diesen Humor haben. Man könnte jetzt definitiv Sherlock und Watson benennen, wobei ich da eben noch gar keine Geschichte gelesen habe, dementsprechend jetzt nur die Serie bekunden könnte. Aber in der Bücherwelt, und in der bin ich gerade ganz aktuell, ist es definitiv die Hexersaga von Sapkowski, in diesem Fall das erste Buch der Fünferreihe, theoretisch das dritte Buch der gesamten Hexe-Universum, wenn man eben die zwei Vorgeschichten, die Kurzgeschichten mitzählt, wie auch immer wir es zählen wollen. Es ist das Erbe der Elfen. Ja, es ist tatsächlich die Freundschaft zwischen Geralt von Riva und dem Barden Poeten Rittersporn, die unfassbar witzige Dialoge haben. Also die sich Dinge an den Kopf knallen, über die man wirklich nur schmunzeln kann, lachen kann, in die man sich hineinfühlen kann, die wirklich so ein bisschen Sticheleien haben, die sich gegenseitig so ein bisschen auch auf die Palme bringen. Und wenn dann Geralt doch mal mehr als ein Impf rausbringt und da kommentiert, das ist einfach großartig. Es hat
macht super viel Spaß und es hat auch in der Serienverfilmung super viel Spaß gemacht, dass man diesen Witz im Grunde auch wirklich ein bisschen eingefangen hat, dass man versucht hat, diesen Humor der beiden mit hineinzubringen, und mir hat das wirklich großen Spaß gebracht. Also es hat mich sehr gut unterhalten und es unterhält mich auch noch gut, und ich mag diese spezielle Männerfreundschaft tatsächlich sehr, sehr gerne, wegen der Witzigkeit, wegen der Spontanität und auch diesen Ansticheln. Das macht mir wirklich große, große Freude und ist wirklich eine Freundschaft, die ich ganz, ganz toll fand. Und natürlich könnte man jetzt auch noch durchaus bei den Zwergen im Hobbit einige Freundschaften anbringen oder auch Gimli und Legolas zum Beispiel, aber man will ja auch nicht, also man könnte natürlich auf jede Frage gefühlt mit Herr der Ringe antworten, aber das wäre ein bisschen langweilig. Daher die Hexersaga. Und die letzte Frage ist dann, Freunde von Freunden, welches Buch hat es dir aufgrund einer Empfehlung angetan? Und ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich das eine ganz, ganz blöde Frage finde, weil es unglaublich schwierig ist. Oder anders ausgedrückt, wo fange ich an? Wie viele Bücher stehen in meinem Regal, weil irgendwer davon geschwärmt hat? Sei es im Freundeskreis, bei den bekannten Arbeitskollegen, sei es tatsächlich auch auf BookTube, sei es auf Instagram. Also ich lasse mich tatsächlich doch sehr häufig anfixen. Ich lasse mich oft begeistern. Nicht immer greife ich dann tatsächlich dazu, besorge mir ein Buch, aber sehr oft habe ich doch diese Idee von, das möchte ich lesen. Also da gibt es, keine Ahnung, einige Bücher. Aber ich glaube, ein Buch, bei dem es vor 3 Jahren könnten es jetzt schon gewesen sein, wohl sehr vielen so ging, sodass es tatsächlich auch eine Lesegruppe zu dem Buch gab und es sogar ein Hangout gab, war der auf meinem Kanal, ich überlege gerade, ob ich den verlinken kann. Wir sind angefixt worden vom lieben Thorsten. Sein Kanal packe ich auch mal unten in die Infobox, und zwar zu Terror. Ich glaube, es gab eine Zeit, in der gefühlt ganz BookTube über Terror von Dan Simmons gesprochen hat. Und das absolut verdient. Denn auch für mich gehört Terror absolut zu einem Highlight-Buch, zu einer Geschichte, die mich überraschenderweise gepackt hat, mitgerissen hat, mich auch nachhaltig tatsächlich beschäftigt. Ich danach die ein oder andere Dokumentation dazu mir angesehen habe und jetzt aktuell, ich glaube, auch ein anderes Buch zu Erebus auf der Wunschliste habe. Und bei der Terror geht es nicht um irgendwelchen islamischen Terror oder ähnlichem, sondern es geht um zwei Schiffe, die, ich glaube, den Nordatlantik, ich kann mir das immer nicht merken, es war auf jeden Fall im Norden, die Nordwestpassage finden wollten. Und es war die Terror und die Erebus. Und diese beiden Schiffe sind irgendwann irgendwie im Eis hängen geblieben, und das über Jahre, und man hat die beiden Schiffe dann irgendwann gefunden, und Dan Simmons schafft es hier eben, Wahrheit und Fiktion ganz wunderbar zu mischen. Also er nimmt alle Dinge, die er tatsächlich irgendwie aus dieser Zeit weiß, ich weiß gar nicht, wann das spielte, 1845 steht hinten drauf, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, und das ist eine Geschichte, wo man erstmal denkt, es sind halt hier jetzt zwei Schiffe und wer weiß, was passiert ist und was interessiert es einen. Aber Dan Simmons schafft es eben mit seiner fiktionalen Geschichte wirklich großartig, diese Geschichte zu erzählen. Er macht das spannend, packend, er packt Geschichten mit hinein, wo man natürlich darüber streiten kann, ob die wirklich so passiert sind oder nicht oder was auch immer. Und er macht das aber großartig und er schafft das kontinuierlich. Ich glaube, er wird über fast 1000 Seiten, knapp 950 Seiten, Spannung aufzubauen, Atmosphäre zu schaffen, die einen nicht mehr loslässt. Und das war wirklich irre. Und ich weiß, dass das damals ein Winter war. Wir haben das Buch im Januar gelesen und dass das ein Winter war, wo durchaus auch mal minus 15 Grad draußen herrschten. Und in dem Buch war dann die Rede von minus 40 Grad. Und man stand so da und dachte sich, huch, ist ja das hier schon kalt. Wie kalt war es dann am Ende hier? Und es ist eine Hammergeschichte, die ich wohl nie gelesen hätte, wenn nicht Thorsten so extrem davon geschwärmt hätte. Und natürlich war auch dann der Austausch mit anderen Bücherfreunden richtig, richtig toll und spannend. Und wir haben danach noch einige andere Bücher von Dan Simmons gelesen. Aber Terror war definitiv das Buch, von dem viele gesprochen haben und eben auch besonders Thorsten geschwärmt hat und man irgendwann gesagt hat, so,
jetzt muss ich das haben, jetzt muss ich das lesen und ich es dann wirklich auch lieben gelernt habe und es ja auch noch im Regal steht, wie man sieht, dementsprechend für mich wirklich zu den Highlights gehört und ja auch noch ein ganzes Weilchen auf jeden Fall hier bleiben wird. Und ja, das waren sie jetzt, die 7 Fragen. Ich dachte tatsächlich, es waren ein paar mehr, aber es ist ja absolut ausreichend. Ein wunderbarer Fragenkatalog, der mir wirklich viel Spaß gemacht hat, darüber zu grübeln, mir die Bücher so ein bisschen anzusehen und mich dann auch zu entscheiden. Und wenn ihr jetzt Lust habt, ihr findet die Fragen in der Infobox, könnt ihr die natürlich auch super, super gerne in den Kommentaren beantworten. Aber ich möchte auch noch ein paar Leute taggen, unter anderem auf jeden Fall die Kingsiana, die ja meine ganz speziellen Bücherfreunde geworden sind. Vielleicht hat auch die liebe Miriam vom Kanal MJ Liest Lust dazu, da einfach ein bisschen mitzumachen. Und natürlich dürfen sich auch alle anderen getaggt fühlen, die Lust haben. Nehmt euch die Fragen und ja, ich freue mich da auf Videos, auf Kommentare und wie gesagt, alle Fragen in der Infobox, wie auch alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Und ja, mit meinem Bücherstapel nebenan lasse ich euch nun aus dem Video hinaus. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.